Hallo ihr Hübschen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Eigentlich sollte gestern ein Video kommen und zwar sollte das... Ja, okay, blöd. Also an und für sich war es halt der Versuch, mich das erste Mal wieder richtig in meinem YouTube-Zimmer hinzusetzen und da halt zu filmen und halt so wie immer. Resultat des Ganzen war, ich find's pottenhässlich. Also ich fühle mich halt einfach gar nicht wohl. Sieht halt einfach kacke aus. Deswegen gab's gestern, also für mich heute, kein Video und das tut mir mega, mega leid, weil ich mag das nicht, zu sagen, es kommt ein Video und dann kommt nichts. Ich finde das mega unprofessionell, wenn YouTuber das machen. So, es hat halt nichts damit zu tun, weiß ich nicht. Ich mag das halt einfach nicht und ich fand's kacke, dass es mir jetzt selber passiert ist. Ja, ich bin halt einfach davon ausgegangen, dass das Material besser ist, als es im Ende war. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen filme ich heute einen kleinen Vlog und nehme euch so ein bisschen mit. Heute ist meine OP 13 Tage her, 14 Tage. 14, ich glaube, heute ist Tag 14, genau. Und ja, also ich bin mega zufrieden, es heilt echt gut ab. Ich habe zwischendurch so ein bisschen Kribbeln und Jucken überall momentan. Das nervt richtig doll. Aber das heißt ja eigentlich, dass es heilt, ne? Naja. Müssen wir durch, ich darf auch gar nicht mal kratzen. Ja, aber das wird schon. Jetzt kümmere ich mich um die Pakete von meiner Verkaufsaktion bei Spock. Und Leute, das ist echt mehr Aufwand, als die meisten von euch sich wahrscheinlich vorstellen können, weil ich da bei vielen echt so ein bisschen hinterherlaufen muss. So, hallo, kriege ich eine Antwort? Ich weiß, viele von euch gehen halt zur Schule oder arbeiten und so. Aber wenn man zwischendurch 2-3 Tage auf eine Antwort warten muss, ist es ein bisschen ätzend. Klar, das sind Einzelfälle und da habe ich auch auf jeden Fall Verständnis für. Und viele von euch waren super, super schnell und super fix und haben mir direkt ihre Adresse geschickt. Und top, definitiv Daumen hoch dafür an euch. Aber ja, ich muss heute wieder Pakete wegschicken und die muss ich halt jetzt alle packen und vorbereiten und dann zur Post bringen. Genau, das wird jetzt mein Plan. Und später muss ich hier noch ein bisschen aufräumen. Ja. Aber ich werde euch definitiv auch noch spannendere Sachen heute zeigen und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So ihr Hübschen, ich habe die Pakete jetzt fertig gepackt, aber ganz wichtiges fehlt noch, denn ich packe ja immer noch eine kleine Nachricht dazu und die muss ich jetzt halt nochmal für alle einmal schreiben und genau das mache ich jetzt. So, unser ein kleines Kärtchen bekommt man, wenn man was bei mir bestellt. Perfekt. So, fertig. Yay. Hallo, Louis. Na, danke. Hilfe! Louis greift an! Nein! Oh! Was haben wir hier? Ja? Sitz? Oh, was ist sogar Platz? Fein. Oh nein! Fein! Geh her! Mach hübsch! Hübsch! Oh, so gut kannst du hübsch machen. Hübsch. Oh, fein. Hier. Oh, oh, oh. Und du bist so niedlich, Alter. So, 4 Pakete sind wieder fertig. Ich habe hier noch ein paar liegen, aber da ist halt, sag ich mal, noch nicht die Adresse und bei der anderen ist auch noch nicht das Geld angekommen. Dementsprechend muss ich da noch warten. Ich hoffe, das kommt jetzt heute Nachmittag noch, weil den kann ich heute Abend alle zusammen wegbringen. Genau. Vorher mache ich jetzt hier aber noch so ein bisschen das Schminkzimmer und Schlafzimmer ein bisschen ordentlich. Überall fliegen Klamotten rum. Wer kennt's? Sorry. Und dann filme ich noch ein ganz spannendes Video, beziehungsweise ich bin nur Kamerafrau. Und ja, seht ihr auch ganz bald hier. Hey Leute, ich bin gerade fix und fertig. Wir filmen nämlich gerade ein Video, Florian und ich zusammen, beziehungsweise eigentlich Florian. Und ich mache nur hier auf Kamerafrau. Ist ganz schön anstrengend, jemand anderen zu filmen, sodass die Person halt einfach und easy sprechen kann und gut aussieht und so. Also nicht, dass Florian jetzt kein gutes Model wäre, aber man muss sich da trotzdem schon drauf konzentrieren. Das ist nicht einfach.
Dementsprechend wisst ihr aber, da kommt was. Mit Florian, beziehungsweise von Florian. Ich stehe nur im Hintergrund, von mir gibt's gar nichts. Und ja, macht euch dafür auf jeden Fall bereit. Das wird echt cool. Also ich glaube, es wird ganz gut. Bin gespannt. Ich bin übrigens hier gerade so ein bisschen am Kommentare lesen unter dem letzten Video. Und sehr viel Liebe, sehr, sehr viel Liebe. Aber mal wieder auch ein bisschen... ja, aber das ignorieren wir. Ich bin gerade total auf dem Hater-Ignoriert-Trip. Ich möchte das durchziehen. Es fällt mir schwer, weil ich mich zwischendurch persönlich angegriffen fühle. Ja, aber das muss man, glaube ich, zwischendurch einfach so ein bisschen... Naja. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall auch für all die Liebe, die ihr mir unter meinem letzten Video dagelassen habt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, checkt es auf jeden Fall aus. Wir machen jetzt gleich weiter hier mit dem Film. Wir mussten gerade eine kleine Pause machen wegen technischer Probleme, aber wird schon. Work hard, play harder. Yes! So, ich habe jetzt alles hier fertig gemacht. Sneaky, sneaky, damit man keine Adresse sieht. So, und das wird jetzt abgeschickt. So, ich bin wieder zu Hause und ich bin gerade schon seit, wie lange? Fast anderthalb Stunden am Livestream auf YouNow wieder mit euch. Und zwar geht das hier gerade ganz schön ab. I show you. Da ist mein wundervolles Face. Und da seid ihr, Team Jolina. Na, wieso fokussiert das nicht? Mega, mega cool. Es sind heute echt viele Leute auch dabei. Total süß. Falls ihr noch nicht zur YouNow Family gehört, kann ich euch definitiv nur empfehlen, das mal auszuchecken. Der Link zu YouNow ist immer unten in der Infobox. Klickt da drauf und werdet Fan. Ich würde mich sehr, sehr freuen, dann seid ihr immer benachrichtigt, wenn Livestreams kommen. Ich weiß nämlich nicht, wie oft ich in nächster Zeit auch noch auf YouTube Livestream werde. Hier und da immer mal wieder, aber ich glaube nicht jedes Mal, weil ich habe es halt nicht unter Kontrolle und zwischendurch geht das anscheinend schief. Heute ist auch ein bisschen schief gelaufen. Ja, dementsprechend werdet definitiv Teil der YouNow Crew und... ich freue mich auf euch. Ich schaue gerade mit Florian einen Film. Wir schauen gerade Angry Birds. Aber irgendwie finde ich den Film nicht so witzig. Und ich habe irgendwie noch Hunger. Unbefriedigend. Wir haben voll den leckeren Salat gegessen, aber irgendwie ist meine Lippe angeschwollen. Deswegen habe ich das halt überhaupt gar nicht genossen und habe halt auch nicht alles aufgegessen. Ich weiß auch nicht, woran das liegen kann. Vielleicht bin ich allergisch gegen Tomaten, aber eigentlich habe ich keine Allergie. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gerade irgendwie das Bedürfnis, noch was Warmes zu essen. Ich habe gerade voll Bock auf eine Suppe oder so. Aber so spät jetzt noch was zu essen, ist auch bescheuert. Denn frühstücke ich halt lieber morgen. Aber ich irgendwas Warmes im Bauch gerade brauche, mache ich mir gerade noch einen Brennnesseltee. Bin ja gerade dabei, so ein bisschen zu entwässern. Sorry, ich bin gerade irgendwie voll abwesend und so ein bisschen Aber ich bin echt auch kaputt. Naja, jetzt gibt es erstmal Brennnesseltee. So, und zurück ins Bettchen, weiter den Film gucken. Wir sind. Guten Morgen. Mal beschissenes Schlafen. Florian schläft auch noch. Ich bin jetzt mal lieb und bereite einen Kaffee vor. Und. So, ich habe gedacht, ich zeige euch jetzt nochmal, was ich morgens jetzt immer so noch an Medikamenten nehme. Und zwar ist es als allererstes Bromelain. Das hilft mit der Schwellung. Das hat irgendwas mit Ananasenzymen und so zu tun. Ja, aber was? Mit einer Hand gar nicht so einfach. Guten Morgen, Louis. Guten Morgen. Hallo, Baby. Ja? Gestreichelt werden. Guten Morgen, mein Schatz. Guten Morgen. Meine Tablette nehme ich immer mit einem großen Glas Wasser. Dann habe ich nämlich schon 0,3 oder 0,4 Liter Wasser direkt morgens als allererstes weg. Der Grund, warum ich wach bin, obwohl ich mich noch gar nicht so fit fühle, ist, ich habe gleich ein Telefoninterview mit so einer Zeitschrift. Ich habe die Fragen schon bekommen auch und ich finde die Fragen ein bisschen komisch.
Also es klingt halt nicht so, als ob die wirklich groß Ahnung haben. Aber mal gucken. Ich bin gespannt. Vielleicht soll das ja auch so ein bisschen in die Richtung. Ach, ich habe keine Ahnung. Werde ich gleich merken. Und ja, in einer Viertelstunde wollen wir telefonieren. Sehr gut. Und ja, dann werde ich gleich ein bisschen mit Louis spazieren gehen. Ein bisschen frühstücken. Genau. That's it. So, ich hatte jetzt gerade mein Interview. Das ist echt sehr gut gelaufen. Mega Daumen hoch. Sehr doch informiert über die Thematik und mir sehr gut gefallen. Ich war erst ein bisschen, was sind das für Fragen? Nee, aber jetzt, wo ich mit ihm gesprochen habe, alles cool. Meine Nase juckt so doll. Oh Gott. Naja, wollen wir hoffen, dass es schnell heilt. Jetzt möchte ich noch ein Smoothie machen. Ich guck mal, ob ich überhaupt noch irgendwas da habe. Na toll. Ich habe keinen TK-Obst mehr. Ja, da wohl kein Smoothie. Ja, ich habe auch keinen Saft mehr. Toll. Naja, dann muss ich mir gleich irgendwas anderes überlegen. Aber ich zeige euch gleich mein Frühstück. So, das hier ist unser Frühstück. Flatbread mit Käse und Rührei. Tada! Eigentlich wäre hier noch voll Platz für irgendwas Gesundes wie Tomaten oder so. Aber ich will heute Mittag Salat essen. Ja, und ich finde, man muss ja auch nicht übertreiben, oder? Ja, deswegen ist das mein Frühstück. Also, nicht nur meins. Eins ist für Florian, eins für mich. Ich esse jetzt nicht zwei Teller, ne? So, hier seht ihr einmal gerade meine momentane Hormondosis, meinen kleinen Cocktail. Genau, und die muss ich auch jeden Tag nehmen. Die eine kleine weiße, die halbe, nehme ich mit Wasser. Wieder ein Glas. Und die anderen, die kleinen blauen, die lutsche ich. Damit die halt auch schon mal durch den Mund, Schleim heute, wie heißt das, durch den Mundraum aufgenommen werden und nicht wie so eine kleine Bombe im Magen losgehen. Ist für mich einfach besser. Ja, so mache ich das. Easy as that. So, ich mache mich jetzt fertig. Im Badezimmer gibt nichts zu gucken. Und ja, dann werde ich mit Louis rausgehen. Und es wird katastrophal, weil es regnet wie bescheuert. Ja, na toll. Aber ich glaube, es macht am meisten Sinn, wenn wir den Vlog hier beenden. Oh nee, ich wollte euch noch was zeigen. Okay, nee, stopp, wir müssen noch ganz kurz was machen. Und zwar wollte ich euch noch ein paar meiner neuesten Einkäufe zeigen. Wenn ihr mir bei Instagram folgt und dort meine Story guckt, habt ihr das Ganze hier schon gesehen. Und zwar war ich als erstes bei Bare Minerals und habe mir dort zwei neue Lipglosse gekauft in der Farbe Groovy und Sugar. Die sehen so aus. Mega, mega schön. Da hat Jaclyn Hill mich mit angefixt und die musste ich haben. Und dann war ich noch bei Douglas und habe mir von La Mer den Lip Balm gekauft. Den hat mir eine von euch empfohlen, weil ich gerade so krass trockene Lippen habe. Und sie meinte, ganz ehrlich, Julina, kauf dir keinen Mist. Kauf dir einmal was richtig Gutes und dann wirst du sehen, dass es einen Unterschied macht. Das hier möchte ich total gerne auch für euch testen, ob es einen Unterschied macht zu günstigeren Produkten, weil das hier war echt arschteuer. Lasst mich auf jeden Fall mal unten in der Kommentarbox wissen, ob ihr diesen Battle sehen wollt. Und weil Douglas so eine Aktion hatte, wenn man über 150 Euro ausgibt, bekommt man 20% Rabatt, habe ich noch für Florian ein Parfum gekauft von Dior Sauvage. Wollte ich eigentlich gar nicht kaufen, aber durch diese Prozentaktion habe ich halt auch auf den Lip Balm gespart und das 20% lohnen sich dann halt schon, ne? Genau, das war mein kleiner Einkauf. Ich hoffe, dass dieser relativ unspektakuläre Vlog von den letzten 24 Stunden euch irgendwo gefallen hat. Ich fühle mich gerade mit diesem Vlog-Format irgendwie ein bisschen wohler als mit diesen richtigen Videos, den klassischen, sag ich mal, weil irgendwie sehe ich noch nicht gut genug dafür aus und ich kann mich dann nicht richtig angucken und fühle mich halt unwohl und das ist dann doof. Und so beim Vlog ist halt eher chillig. So, das ist halt so, als ob wir uns gegenüber sitzen. Das ist halt irgendwie entspannter. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall mal einen Daumen hoch. Da dann kommen in nächster Zeit noch mehr Vlogs, weil, wie gesagt, fühle ich mich gerade ganz wohl mit. Ich kann schon mal verraten, das nächste Video, was hier auf diesem Kanal kommt, wird so ein bisschen crazy und so ein bisschen was Besonderes. Also haltet auf jeden Fall die Augen offen, abonniert meinen Kanal, um das kommende Video nicht zu verpassen. Und glaubt mir, ich verspreche definitiv nicht zu viel. Es wird sich wirklich lohnen. Das wird mega nice. Aber ja, ich glaube, das ist alles, was ich für heute zu erzählen habe. Ich würde sagen, bis wir uns das nächste Mal sehen, meine Lieben. Habt einen schönen Tag.